meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Let You Entertain You, zur Alkohol-Saufer-Folge von uns beiden. Wir sind zurück aus der Werbung und ja. Es geht weiter. Hallo Erik. Hallo Felix. Wir fahren jetzt hier einfach mal weiter. Boah, fahr mal los, ich hab dich gerade schon wieder gerammt. Ich bin hier besoffen. Hör auf so rumzurammen. Ja. Passend zum Thema bin ich jetzt besoffen. Also meine Damen und Herren, wir haben uns gerade in der Werbepause etwas überlegt. Und zwar sprechen wir dieses Mal über Alkoholkonsum, die Volksdroge Deutschlands. Ist ja. Alkohol eine Droge oder nicht? Sehen Sie nach der Werbung. Nein. Warte mal. Jetzt geht's hier direkt los. Was ist denn? Warum bist du so langsam? Warum bin ich so cool und du nicht? Ich krieg dich nicht gerammt! Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Vom Fränkel? Kann durchaus sein, ich kann es gerade nicht nachgucken. Also, Alkohol ist ja die typische oder wird auch Volksdroge genannt, weil das halt wirklich eine Droge ist. Wenn man davon zu viel nimmt oder überhaupt was nimmt, ist es halluzinierend führend beziehungsweise gedächtnisstörend und doch, das nennt man halluzinierend führend, weil bei mir ist es zumindest so, wenn ich zu viel trinke, wenn ich nach rechts gucke, dauert das so, bis mein Auge wieder fokussiert hat und das ganze Bild schliert dann so ganz eklig nach und deswegen gilt es auch als Droge. Was hältst du davon? Schwebebahnsimulator? Das nennt sich auch der Schwebebahnsimulator-Effekt. Ja, und deswegen sollte man mit Alkohol immer sehr vorsichtig sein. Wir beide sind jetzt in dem Alter, wo man Alkohol trinken darf. Es gibt bestimmt Leute, die gucken uns gerade zu. Die sind noch nicht in diesem Alter. Ja, wobei ich muss zugeben, ich trinke gar nicht. Ja, ich hatte gerade den gleichen Effekt. Ich komme so in die Kurve, leg mich so schräg, schlitter. Mhm. Achtung, ich stehe. Okay, ich fahre. Ah, da bist du. Ich trinke auch Alkohol und ich war jetzt zuletzt nach einer Theateraufführung mit Robin auch wieder, bei unserer lokalen Kneipe. Kommst du mit? Ja, Motor Fehlfunktion. Und ich würde mal sagen, ich bin mit dem Fahrrad danach nach Hause gefahren. Okay. Also das war nicht lustig. Also bei mir ist die Sache, ich trinke zwar auch, aber wenn ich was trinke, dann trinke ich nur Radler. Alkoholfrei. Nein, dann trinke ich nur Radler. Weil richtiges Bier mag ich nicht mal wirklich. Ich trinke halt nur Radler und das auch relativ selten. Wann hatte ich das letzte jetzt? Vor gestern oder vorgestern, weil wir im Restaurant waren, habe ich 0,5 Liter Radler getrunken. Seit wann bist du ein Vampir? Der Witz ist so alt. Warte mal. Das war für den Witz. Also ich mag ja auch kein Bier, ich trinke ja immer nur Hugo. Boah, ich trinke, Das ist so schwul, Hugo zu trinken als Mann. So, ich muss mal gerade tanken. Ich nicht. Du bleibst aber trotzdem stehen. Motorfehlfunktion. Schnell weg. Schnell weg. Dankvoll und los geht's. Ich hab V-Plus getrunken, mein Freund. Getankt. Ich komm da nicht mehr raus, ne? Ich fahr schon wieder in Ansicht 8, die ist irgendwie cool. Toastpad hab ich. Ein Container, Anhänger. Stell mal vor, du stehst mit leerem Benzintank auf der Autobahn und transportierst Kraftstoff. Ich hab einen Kraftstofftank. Ja, nur wie ironisch, da würde ich mir als Kraftwagenfahrer eiskalt da was rausnehmen. Komm, fahr mal ein bisschen langsamer, Erik, ich muss wieder aufholen können. Ich fahr doch nur 160. So schnell fährst du garantiert nicht. Nein, ich fahre nur 108. Na, ich fahre gerade 90.
Na komm, dann hol halt ein bisschen auf, gell? Erik. Warte, da kommen mir welche entgegen. Immer mitten in die Fresse rein, rettet die Wale. Wow, wow, rettet die Wale. Wow, wow. Achtung, dir kommen jetzt gleich Paul und Todesampel entgegen. Nein, Todesampel. Scheiße. Todesampel. Ampelman. Ein Satz, 12 Buchstaben, einfach zu sagen, schwer zu beweisen. Ich bin Batman. Ja. MK VIP Rock Talks spielt Assassin's Creed EV Black Flag. Dün, dün, dün. Der übt schon mal. Motorfehlfunktion, Motorfehlfunktion. Erik, was bist denn du so langsam? Da kannst du gleichzeitig mal gucken, ob irgendwo eine Stadt in der Nähe ist, die wir noch anfahren müssen. Wir kommen gleich in München an. Wir sind kurz vor München. Felix, bleib mal stehen. Ich hab da gerade eine Idee. Bleib einfach mal stehen. Ja, ich konnte auch gerade nicht anders. Weil wir machen jetzt hier, da wo wir sind, ein Safe Game. Und dann haben wir nämlich auch eine Sicht von der Autobahn drauf. Hä? Das heißt, wir haben dann eine Sicht, wie alle auf der Autobahn langfahren. Ist das die einzige Einfahrt nach München? Ja. Nein. Nein. Moment. Nein. Wenn, dann müssen wir das an den beiden Dingern da machen. Ich nehme eins von den beiden und nimmst das andere von denen, die nach München reingehen. Wenn du weißt, was ich meine. Weißt du, was ich eh am Ende vermute? Was? Dass alle eine ganz andere Route fahren als wir. Ja, wir müssen jetzt gleich noch andere Routen durchgehen und alles. Wir brauchen nur die Städte. Wir müssen zum Beispiel Stuttgart anfahren, Mannheim, Straßburg glaube ich nicht. Er will ja nicht er will ja nicht aus dem Land raus. Leipzig sollten wir die Dingens noch kaufen. Also Mannheim und Stuttgart machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Im Let's Play. Felix, kommst du mal ein bisschen zurück? Kommst du nicht weg? Ich habe das gleiche Problem wie du. Mein Anhänger ist auf der Leitplanke. Oh, that's annoying. Und ich habe schon wieder 100% LKW-Schaden. Dann kannst du dich auch direkt abschleppen lassen. Dann fahre ich gerade durch. Der bringt mich nach München. Hätte ich jetzt hier gerade ausgemusst? Tatsache, ich bin falsch. Okay. So, wer ist denn hier? Niemand Wichtiges aus dem Frenkel-Frotzel-Team. Niemand Wichtiges außer ich. Yeah! Oh! Kennst du diese Musik, wo du so, wie, ich weiß nicht mal, wie das geht. Diese coole Rocker-Musik, dann würde dir so eine Sonnenbrille aufsetzt, weißt du, so, hier ist kein cooler außer mir. Setz die Sonnenbrille auf. Kennst du das? Ja. Das fehlt noch so. Ich weiß nur leider nicht, wie das heißt. Hast du eigentlich eine Ahnung, ob Mone beim Monster-Konvoi mitmacht? Ich weiß es nicht. Ich denke aber mal schon. Das lässt die sich doch nicht entgehen. Würde mich nämlich wirklich interessieren, weil dann würde ich auch mal Mone so nach dem Motto persönlich kennenlernen. Ich habe zwar jetzt schon öfters mit dem Frenkel geredet, aber noch nie mit Mone. Ja, ich auch noch nicht. Zieh doch an, du Kacksau! Oh. Okay, lass mir das. Ich finde jetzt irgendwie nicht den... die Firma, wo ich meinen Container abgeben soll. Ja, die werde ich garantiert nicht finden, weil ich muss ja eigentlich nach Verona durchfahren. Nein, aber ich muss ja nur nach München. Ich weiß, deswegen habe ich mich auch gerade eben eiskalt verfahren. Ach da ist die Fahne, okay. Welche Fahne? Okay, den kennt ihr alle nicht, den kennt ihr alle nicht, den kennt nur Robin eigentlich. So viele Interne wieder.
Oh, ich muss mich mal mit meinem Gamepad anders hinsetzen. Ich habe das Gamepad zwischen den Eiern. Hey! Mm. Es vibriert. Ich fand den gut. Ich habe gerade ein kleineres Problem. Ja, ich höre. Ja, ich höre. Bitte sprechen Sie jetzt. Bitte sprechen Sie jetzt. Die Spracherkennung konnte Ihre Eingabe nicht erkennen. Bitte sprechen Sie jetzt. Moment. Bitte sprechen Sie jetzt. Moment, kurze Unterbrechung. Die Spracheingabe konnte Ihre Eingabe nicht entdecken. Bitte sprechen Sie jetzt. So, da bin ich wieder. Bitte sprechen Sie jetzt. Jetzt hör mal auf. Bitte sprechen Sie jetzt. Ich habe gerade hier ein kleines Problem. Eingabe ungültig. Vorgang wird abgebrochen. Bitte entnehmen Sie Ihre Kreditkarte aus dem Automaten. Hörst du mal auf? Ich habe hier gerade ein kleines Problem. Und zwar... Bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein. Ja, was hast du für ein Problem? Ich fahre hier im Multiplayer. Und, ich... Ja, genau, dass ich im Multiplayer fahre, ist mein Problem. Nein, Ich muss mit dir reden. Das ist wahrscheinlich mein Problem. Soll ich den Räubusch aufsetzen? Räubusch-Tee. Nein, mein, Ich dachte, du musst reden. Das kannst du noch nicht kennen, Erik. Ist das in einer der neuen Omsi-Folgen? Nein, Räubusch wird sehr von Magikern eingesetzt, um irgendwelche Sachen aus dir rauszuziehen und sowas. Und deswegen bringt man da gerne diesen Witz. Soll ich einen Räubusch aufsetzen? So, jetzt habe ich abgeliefert. So, bitte sag mal, was willst du? Mein Problem war, ich hatte gerade, ja, Moment. Ich komme gerade nicht drauf. Doch, Räubusch? nein, ich hatte, wollte einpacken, habe meinen Abhänger abgegeben und dann habe ich, glaube ich, damit jemanden Schaden zugefügt, weil ich den Abhänger kurz abkuppeln musste. Wieso, du bist doch in einer Non-Collision-Zone. Ja, aber wir standen ineinander und auf einmal hat er irgendwie meinen Anhänger weggedrückt. Wo bist du jetzt? Garage gerade am kaufen. Hier ist jemand, der heißt der Olle Manfred. Am Manfred! Manfred, 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 Manfred. Der ist bei uns an der Garage. Oh, what? Achtung, Manfred, wir lieben dich. Geboren, um Tickets zu kaufen. Oh, hallo Erik. Der Olli Manfred. Warum hast du mich gerade nach hinten gekickt? Was? Ja. Dann hast du einen Bug. Nein, ich glaube, die Sache ist, für uns haben ja die Umgebungen Collisions, ne? Ja. Und diese Ölfässer sind ja bewegbar. Und ich stand davor und du hast es gerammt und dann hat das Ölfass mich verschoben. Okay, hast du dir die nicht groß gekauft? Nö, noch nicht. So, sollen wir jetzt noch nach Verona durchfahren oder? Nee, brauchen wir nicht. Dann lass ich jetzt meinen Trailer abholen. Hier ist irgendjemand aus Germany. Germany! It's fucking Germany! Fuck yeah, Germany! Und wie tippst du, wird's heute ausgehen? Ah, ich bin da so schlecht drin. So, auf in Richtung Stuttgart! Wieso in Richtung Stuttgart? Weil wir die Stadt freischalten müssen. Ich folg dir, ne? Ja, mach das. Und hier wird alles super! Nein. Hier ist alles super! Ja, genau. Boah, ich bin das aus Watch Dogs gewöhnt, dass auf B Handbremse liegt. Deswegen habe ich gerade B gedrückt, während ich in die Kurve gefahren bin. Du meinst, hier ist alles super. Ja, genau. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Aber ich muss sagen, ich war in diesem Lego-Film drin, ne? Ich war auch drin. Also und? Zu Hause. Der ist super. Ich finde dieser Film ist super. Dieser Film ist cool, denn du bist nicht allein.
Hier ist alles super. Ah. Hier kann dein Traum wahr sein. Und hier ist alles super. Ich find ja auch die Version von Clavinova. Super. Hier ist alles super. Ja. Erik, kommst du eigentlich mal? Ich schlitter hier gerade mit 120 durch die Gegend. Ausfahrt. Jetzt habe ich nicht auf die Schilder geguckt. Müssen wir hier raus? Shit. F5. Nö, alles super. Und das ist alles super. Erik, kommst du? Ja. Ich sehe dich nur als kleines Pünktchen am Horizont, deswegen. Boah, also ohne Trailer geht der LKW hier ganz schön ab, ey. Ich weiß, ich komme auch gerade mit 140. 140, 145, 150. Aber gerade mit Bergab- und Rückenwind. 160? Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass wenn wir so schnell fahren, dass bei diesem Nebel, den ich hier gerade habe, auf einmal einer vor mir aufplöppt. Wo kommst du denn jetzt her? Bam! Und was sag ich? Was sag ich? Nein. Nein, kann nicht sein. Hier kam über Kilometer keiner. 150, 155 habe ich momentan drauf. Ah, Kurve, 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 bremsen. Und voll in die Leitplanke. Hm. Und hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hast hier du überhaupt Licht an? Hier ist alles super. Oh ja, Tatsache, das sieht man ja mittlerweile. Ich finde das voll cool. Hörst du mal auf damit, Black Peace? Ich? Ja. Nee. Oh, ist die eng, die Kurve. Oh. Wenn er so anfängt zu zittern. Nein, Motorfehlfunktion, willst du mich verarschen? Ja. Er läuft wieder. Ja. Er läuft ja. Wieder. Ja. Ja. Komm, Erik. Komm, Erik. Und hier ist alles super. Ich komme von links. Ich komme auf der linken Spur. Mach Platz! Schön, dass du fährst jetzt gleich selber hier in die Leitplanke. Och nö, ich kann mit 144 Stundenkilometer umgehen. Das klang jetzt gerade so falsch. Das klang gerade so derart falsch. Ich komme von rechts. Ja, und ich muss die Kurve leider schneiden. Wow. Das ist ganz schön wackelig. Ich weiß. Geht aber eigentlich ganz gut. Und hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Karl, kannst du gleich mal kurz anhalten? Ich würde nämlich gerne mal kurz was anmachen. Also an meinem Truck. Was denn für Licht? Alle. Mit L und K kannst du Fernlicht schon mal anmachen. Rundumleuchten kann ich mir leider nie auswendig merken, welche Knöpfe das waren. Und hier ist alles... Guck's doch nach! Ja. Du bist übrigens 200 Meter von mir entfernt. Nein, Motorfehlfunktion. Ja. Und ich liege und habe 0 Kilometer drauf. Oh, dann kann ich ja was langsamer fahren. Stuttgart. So, wir müssen dann. Und du bist nicht mehr in meiner Liste. Oder zumindest ab jetzt. Wir müssen raus. Raus, also rechts der nächsten. Ich warte an der Halte, an der Dingens auf dich. An dieser Ausfahrt? Ja. Boah, 40. Komm, beschleunige mal Teil. 50. 60. Erik, hier raus. Ich da. Hast du aber trotzdem gut gelegt. Ich bin jetzt übrigens auf der Autobahnspur auf der anderen Seite schon. Ha!
Hi, Erik! Ich bin einmal über die Leitplanke drüber. Da musst du rechts jetzt abbiegen, hochfahren, drehen, wieder drehen und hier wieder drauf. Weißt du, wie ich meine? Schade, stimmt. Da ist ja keine Leitplanke. Doch, da ist ja eine. Ja, oder da ist eine. Da ist keine Lücke. Links. Oh, ich sehe von hier, wie du abhebst. Oh, da kommt einer. Ja, genau das ist meine Angst bei dieser Sache. Deswegen bei dir regnet's gerade, ne? Ja, bei mir regnet's. Regnet's. Nein, Meter. Oh, nein, Motorfehlfunktion. Ah, komm, zieh! Oh, Junge, willst du mich verarschen? Ja, er zieht! Erik, kommst du? Ich sehe dich ganz genau. Hörst du mal bitte auf? Ja, fahr nicht so schnell und versuch nicht zu überholen. Also du, ich bin schon in Stuttgart. Ja, ja. Ich hab's geschickter beim letzten Mal gemacht. Bei dir ist es nicht aufgefallen beim letzten Mal. So, was haben wir denn hier? Da hinten ist Bett. Durchfahren einer roten Ampel am Arsch. So, abbiegen. Oh. Und hier ist alles. Ich habe lange keinen Absturz mehr gehabt. Das heißt, das neue Patch hat's echt gebracht, ey. Ja. Ich fahre überhaupt nicht risikoreich. Arbeitsagentur, kann man nicht gebrauchen. Hi, Erik. Hallo. Majestics, also Mercedes-Händler entdeckt. So, und jetzt noch die Werkstatt kaufen. Die Werkstatt wieder? Ja, natürlich. Also ich glaube, der Felix, der möchte hier einen Großhändler aufmachen. Heißt so viel wie, ich bring dich gleich um. Wichser. Dann sag halt nicht. Na, du musst es nicht mit der Zunge machen, sondern mit dem Hals. Ja, so ungefähr. Kauf dir direkt die große. Nee, ich... Wieso? Man braucht doch nur die kleine. Ich finde die große aber geiler. Ist sie auch. Das nervt mich mit langweiligen Kamerafahrten. So, das war's für diese Folge. Ich muss ans Telefon. And he's gone. Well, nein, that und ich bin noch da. Well, that escalated quickly. Das hättest du eigentlich sagen müssen, als ich da so ausgerastet bin. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschö.